Ja, und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu einem weiteren Part von Let's Play Tiny Tina's Wonderlands hier auf der Xbox Series X. Ja, es geht weiter mit dem First Look und das wird vermutlich der letzte Part sein, bevor ich dann ein erstes Fazit ziehen werde zu meinen ersten Eindrücken zum Spiel hier an dieser Stelle. Und ja, ich habe glaube ich auch schon vorher gespoilert in den letzten Parts. Naja, ich bin auf jeden Fall schon mal sehr angetan davon. Ja, zwei kleine Anmerkungen erstmal vorneweg. Ja, in dem Zeitraum, wo ich das Ganze aufnehme, das ist an einem Sonntag, Samstag. Ja, Samstag. Also wenn dann richtig. Den 23.04. ist ein Hotfix-Update erschienen, die Version 1.0.2.0a beinhaltet. Da wurden vermutlich einige Bugs gefixt. An dieser Stelle, ja, nur damit ihr hier schon mal Bescheid wisst, wenn die Aufnahme doch relativ zeitig hier auf YouTube erscheinen soll. Und das Zweite, was schon ein bisschen länger her ist, ja, Wonderlands hat ein Launch-Trailer rausgehauen zum ersten DLC, ja, also da, wo ich quasi angefangen habe, das Spiel zu Let's Playen, ja, kommen sie jetzt schon bereits mit dem ersten DLC-Trailer an und ja, das erste DLC wird dann bald für uns verfügbar sein. Für uns wird es jetzt erstmal nicht so wichtig sein, weil wir, wie gesagt, noch in den Anfängen des Spiels befinden. Und ja, bevor wir dann weitermachen, ja, also wir sind jetzt quasi hier bei diesem Dorf, wo immer noch alles schön brennt. Hier Feuer ist lichterloh und ja, der Tag ist Hauptsache immer noch sehr, sehr schön. Wollte ich tatsächlich noch mal ein bisschen die Zeit nutzen, um ins Menü zu gehen. Ja, also ich meine, hier haben wir unsere ersten Skills freigeschaltet. Ne, ich wollte tatsächlich einen Blick ins Inventar werfen, weil wir in der letzten Ausgabe doch einige Gegenstände, aufgenommen haben. Und ich wollte mal ein bisschen gucken, was wir hier so bereits alles haben, ja, und was wir vermutlich bereits verkaufen können. Ja, für ein bisschen Geld, wenn wir irgendwann mal einen Händler begegnen sollten. Ja, also es wird auch Handel geben, so viel kann man schon mal sagen. Ja, erst einmal können wir mit dem linken Stick, wenn wir quasi hier drauf drücken, das Ganze entweder als Müll markieren, das wäre dieses Symbol, oder als Favorit, ja, um so seine Lieblingsitems und Waffen rauszupicken. Dann kann man auch diese Gegenstände untersuchen, was eigentlich ganz cool ist. Sogar sich die Details anschauen, was echt mega cool ist. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel Hacke des Untergangs anschauen, ja, was an sich jetzt eigentlich nichts so Besonderes ist, sehen wir aber hier, was für eine Schadensart das beinhaltet, von welchem Unternehmen diese Waffe stammt. Was die Beschreibung des jeweiligen Schadenstyps ist. Ne, hier haben wir zum Beispiel ja stehen, dass der physikalische Schaden gegen alles nützlich ist, hat keine besonderen Eigenschaften, erleidet aber auch keine Schwächen. Ja, so haben wir zum Beispiel Fleischschaden, was im Endeffekt ne, der Basic-Schaden darstellt, dann den Rüstungsschaden, Schutzschaden und Knochenschaden. Und dann haben wir noch Teile und das ist nochmal sehr interessant, weil wir können anscheinend Moment mal. Können wir die Waffen upgraden? Teilattribut. Kritischer Schaden wird erhöht, kritische Chance und Schaden wird nochmal enorm erhöht. Heftmord ohne Spezialeffekte. Bitte liebe ihn trotzdem. Denn allein die Existenz ist ehrwürdig. Wir müssen nicht magisch oder außergewöhnlich sein, um liebenswert zu sein. Kann man die Waffen noch modden? Das wäre ja echt ein Ding. Dass man auch noch wirklich die Waffen noch upgraden kann. Das wäre schon irgendwie geil auf jeden Fall. Also wenn das natürlich möglich ist. Also ich weiß es jetzt an der Stelle nicht. Vielleicht hat man ja Deko-Items, die wir an die Waffen hinzufügen können. Ja, wie gesagt, ist immer noch First Look. Ja, ich könnte auch immer noch sehr viel Bullshit dazu labern. Aber ich wollte mir eigentlich jetzt ein bisschen die Waffen anschauen, die wir jetzt haben. Wir haben jetzt unter anderem die Kampfaxt des Schlechters, die so ein bisschen besser ist als die Hacke. Wobei kritische Chance ein bisschen geringer ausfällt, aber wird umso mehr kritischen Schaden verursachen können.
Wir haben sonst diese hier. Das ist eigentlich dasselbe, nur dass wir da nochmal ein bisschen mehr Schaden verursachen können. Ja, macht ja, glaube ich, Sinn, die hier zu behalten. Da können wir ja nämlich einmal mal kurz gucken. Nee, da wollte ich jetzt nämlich nicht rauf, sondern da. Dass wir das schon mal als Müll markieren. Hacke des Untergangs würde ich davon gerne ein Exemplar behalten. Dieser hier dürfte eigentlich ein Tickchen besser sein. Ja, da auf jeden Fall. Also machen wir dies auch als Müll. Und dann haben wir noch neben unserem Daumenfluch, ja, was ja unsere Pistolenarmbrust darstellt, haben wir noch Fingerhut und wir haben noch Schierling als Waffe. Kann man das eigentlich vergleichen? Also die ganzen Attribute hier. Also wenn ich mir das so anschaue, dann ist Fingerhut auf jeden Fall echt um Vielfaches besser. Eine Zielgenauigkeit ist besser, Nachladezeit ist geringer, Feuerrate nimmt sich jetzt nicht so viel. Ja, die Waffe ist eigentlich echt viel besser. Das muss man sagen. Ja, dann werden wir auch die Waffe weiterhin benutzen. Und dann haben wir noch das Schild. Ja, was? Auf jeden Fall hier Auge macht auf uns. Sieht ja auch irgendwie echt total komisch aus hier. Hey, mach mal kein Auge, Brudi. Starr mich nicht so an. Wow. So, okay, lassen wir mal den Blödsinn. Dann haben wir hier noch irgendeinen Slot. Ich weiß nicht, wofür der ist. Kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich denke mal, das werden wir dann noch früher oder später sehen. Ja, ich denke mal, die ganzen Sachen sind schon mal soweit gut. Ja, wie gesagt, ich wollte da eigentlich in Ruhe mal mir die Waffen anschauen, die wir jetzt in der letzten Folge bekommen haben. Weil das doch ein bisschen, denke ich mal, untergegangen ist. Gehe ich jetzt mal einfach mal davon aus. Und wie gesagt, in einem First Look gehört es ja auch irgendwo dazu, dass man ja auch alles hier zeigt, ne? Nicht nur das, was eigentlich nur mal Pi mal Daumen schnell gemacht wird. Na gut. So, wir sind jetzt auf jeden Fall hier. Wir haben unseren Active Skill. Der Feinde gut durch. echt cool ist und okay, wir haben ein bisschen Munition hier auf jeden Fall, ein bisschen Gesundheit. Ja, und die nette Dame, die wir in der letzten Folge gerettet haben, aus einer Situation, die für mich absolut unerklärlich schien, hat uns hier den Weg hingewiesen, dass wir jetzt dort weitergehen sollen. Okay. Okay, die ganzen Truhen werden nochmal neu respawned. Oh. Das ist ja interessant. Okay, die Gegner werden also nicht neu gespawnt, aber die Truhen mit den ganzen Gegenständen schon. Okay. Das ist ja mal gut zu wissen auf jeden Fall. Weil das wusste ich jetzt nämlich nicht. Also ich dachte, wenn die Gegner nicht mehr neu gespawnt, dann spawnen auch die ganzen Items nicht mehr. Und die ganzen Truhen, die ganzen Objekte. Aber tun die tatsächlich doch. Das ist doch schon mal nett zu wissen. So. Ja, wir sollen diesen Weg jetzt weitergehen. Ja, wir sollen das Tor öffnen und die Burgruine untersuchen. Und das werden wir jetzt auch machen. Dann schauen wir mal, was uns da erwartet. Und ich glaube. Drüben auf Fantastisch, Baby. Ich spüre die Präsenz des Dragonlords. Sein Grab ist irgendwo unter diesen Ruinen. Findet ihn, meine treuen Skelette. Halt, halt, halt. Ich dachte, wir hätten den Dragonlord schon besiegt. Was? Das ist Ewigkeiten her. Weil er so mein ist, ist es echt schwer, ihn endgültig zu töten. Nach dem Kampf gegen ihn hat Arschgaul seinen knochigen Arsch für Jahrhunderte in einem staubigen Grab eingeschlossen. Er wird ziemlich angefressen sein. Aber wenn er jetzt ein paar Jahrhunderte lang eingesperrt sein sollte, dann wird doch erstmal eine lange Zeit doch nichts passieren, oder?
Irgendwie habe ich immer noch den Kontext des Ganzen nicht so wirklich verstanden. Wow, okay. Soundeffekt von dieser Axt ist cool. Ja! Na, kommt her! Ja, na, kommt her! So, viel vor in meinen so, ich versuche mal das mit dem Eis. Ach, komm. Schade, das funktioniert. So. Nicht gekämpft, aber gut gestaubt. Ja, so muss das. So, da haben wir noch mehr von diesen Skeletten. Also ich sag mal so, der Ribola geht da irgendwie schon so ein bisschen mir gegenüber langsam auf den Keks hier mit seinen Skeletten. Ne? Also, du kannst auch mal krassere Gegner bringen. Eine neue Ladung Feiglinge zum Töten. Oh, 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 oh. Okay. So, dich haben wir auch. Mein Untoten flackert vor meinen Augen. Hallo. Mann, was verschaltet ihr euch jetzt alle um? Mein Gott. So, seid ihr fertig? Ja, kommen ja noch mehr. Oh, ich glaube, der Ribola macht ja aber ganz schön ein bisschen Druck, wa? So. Na, was sagt ihr jetzt? Jetzt hat es doch mal mit dem Fass hier funktioniert, wa? So. Ja. Okay. Spawnen da jetzt immer neue Skelette, oder? So. Ja, mehr kannst du nicht bieten, ne? Ja, das war's. Ja, das waren mal ein paar Skelette, die er geopfert hat. Also, ich muss sagen, puh, Innovation ist jetzt nicht so vorhanden von diesem Ribola. Ich habe da ein bisschen mehr erhofft. Aber gut, haben wir keinen Schaden bekommen. Einmal war es schon ein bisschen brenzlig, aber da war ich, glaube ich, ein bisschen unaufmerksam. Oh, Auberginen. Tomaten. Frische Tomaten. Ui, Kartoffeln, die so ein bisschen komisch aussehen. So, haben wir eigentlich soweit erstmal nix. Ja, im Kampfgeschehen bin ich eigentlich so ein bisschen ruhiger tatsächlich, weil ich mich da auch ein bisschen konzentrieren muss. Entschuldigt an dieser Stelle, falls das doch ein bisschen stärker aufgefallen sein sollte. Ja, mir ist es auf jeden Fall aufgefallen. Aber gut, ich denke mal, gehört ja auch irgendwo dazu, dass man so auch ab und an mal ruhige Phasen hat. Hätte ich jetzt mal so auf den ersten Blick gesagt. Ja. Okay, wir hätten uns auch hier in Deckung bringen können. Ja gut, hätten wir es jetzt nicht gebraucht. Ja, das Blöde ist ja eigentlich, es hätte jetzt sein können, dass wir jetzt vielleicht die ein oder andere Waffe gehabt hätten. Nur, ja, man ist so sehr mit den Gegnern beschäftigt, dass man nicht mehr die Gelegenheit dazu hatte, die Waffen aufzuheben. Voll die Frechheit hier, hätte ich jetzt gesagt. Schade, dass man immer noch nicht in Häusern reingehen kann. Wer weiß, was sich da hier versteckt hat. Oh, da haben wir noch mehr Früchte und Gemüsesorten. Naja, obwohl, das waren ja nur Gemüse bis dato, ne? Beine Auberginen ist, glaube ich, eine Frucht. Oder eine Gemüse. So, okay, das sind Spitzpaprikas. Okay, Porees. Sehen mir so ein bisschen aus wie, so, ja, ich will jetzt nichts Falsches sagen. So Salatköpfe, Paprika. Ja, und die kann man nicht zerstören. Ja, die Früchte sind unantastbar. Die sind sogar so krass, dass da Holzsplitter rausfliegen.
Und die ganzen, ich habe gesagt Früchte, ne? Gemüse, ja, das ist schon besser, wenn das gesamte Gemüse unversehrt geblieben ist. Ja, da sieht man ja auch nur, dass es nichts weiter als eine billige Textur hier ist. Also hätten sie sich auch ein bisschen mehr Mühe geben können. Meiner Meinung nach. So. Immer noch nicht. Okay, mich reizt es schon irgendwie gerade hier ein bisschen runter zu gehen. Weil wer weiß, vielleicht finden wir ein geheimes Item. Ja, aber es sieht diesmal nicht so aus. Also hier hätten sie, glaube ich, echt den Würfel gut verstecken können. Oder irgendein Bonusobjekt. Vertane Chance, hätte ich jetzt gesagt. Vertane Chance. So. Irgendwie kann ich auch den... Irgendwie kann ich auch den Rebola irgendwie überhaupt nicht ernst nehmen, ne? Keine Ahnung, wie ihr das so seht, aber... Diesen Heini kann ich mir wirklich nicht ernst nehmen. Ich hätte jetzt schon erwartet, dass er jetzt mal ein bisschen stärkere Gegner zu uns hinschickt, aber nö. Ich glaube, er ist zu faul, um seine ganzen Ressourcen aufzubrauchen. Oh. Oh. Burg Peinstein ist eine bröselige alte Ruine. Niemand schreitet mehr durch ihre Hallen. Oh. Zumindest niemand... Lebendiges. Dafür aber Skelette? Ganz genau. Du verstehst, worauf ich hinaus will. Ah, super. Tina hat uns ja noch mehr Skelette gespoilert. Ja, Weltklasse. Ha. Ha. Ja, mit den Skeletten werden wir auch sehr schnell fertig. Ja, das ist Munition. Ich glaube aber tatsächlich jetzt, dass sie... Oh, oh. Entschuldigung. Oh, das musste mal. Ah, ich glaube, das lasse ich jetzt extra drin, ne? Ich glaube, die Skelette haben aber, glaube ich, jetzt nichts Besonderes fallen gelassen. Vermute ich jetzt mal. Es steigt aber ganz schön gutes schwarzer Rauch hier aus dem Kamin hervor, ne? Ich glaube, aus dem Schornstein. Ich glaube, das trifft es besser. Kann man auch so Sprungangriffe machen? Nein. Okay, ich dachte, wir könnten uns so ein bisschen mit noch mehr Skill uns präsentieren. Ja. Ansonsten volle Munition haben wir. Wir können ja, glaube ich, weiter, oder? Ich will mal eine Sache mal gucken. Haben wir die Möglichkeit, den Schwierigkeitsgrad auch während des Spiels anzupassen? Ein Heraufsetzen der Schwierigkeitsstufe wird nach dem Laden der nächsten Karte wirksam. Ah, okay. Okay, das geht. Alles klar. Ist möglich. Aber, ja. Haben wir die Truhe schon aufgemacht? Nö. Die Truhe hätte ich beinahe vergessen, auch wenn da jetzt nichts Wichtiges dabei ist. Aber guck mal. Hier ist die Brücke gewesen, wo wir ja nicht durchkamen und wir uns jetzt ja extra den langen, ewigen Umweg finden mussten. Und wir sind tatsächlich schon fast da. Wir sind schon fast am Ziel. Wir sind fast am Ziel unserer Träume. Oh. Burg Peinstein. So. Ich glaube, da dürfte sich die Skeletthackfresse aufhalten. Boah, den mache ich jetzt aber sowas von eiskalt. Ja, gucken wir mal. Also geht's doch mal kurz hier runter. Oh, was steht da auf eurem Pergament? Alles ist ein Gedicht. Der Autor wäre sicher froh, es zurückzubekommen. Ha! Hat sich doch gelohnt, einmal kurz runterzugehen. Ja, heben wir das mal auf. Was ist das? Kohlen im Feuer, Mäntel am Haken, Wein für die Gäste. Schenk ein mit den Armen. Mochtet ihr das Gedicht? Den Rest davon gibt es in der Taverne in Prachthof.
Hey, ich hätte gerne das Gedicht jetzt noch bis zum Ende gehört. Es fing ganz schön cool an. So, dafür haben wir Bannerfarbe Vollmond bekommen. Schaltet diese Anwendung im Schnellwechselsystem frei, wenn innerhalb des Inventars benutzt. Was soll das sein? Können wir damit unsere Waffe jetzt aufleveln oder wofür ist das jetzt? Ah, hier. Anpassung. Bannerfarbe freigeschaltet. Okay. Was ist das jetzt genau? Ein Kosmetikobjekt aufgehoben. Ah, okay, sind Kosmetikobjekte. Okay, kann ich mir das jetzt irgendwie hier einpflanzen? Also so einbauen? Nee, immer noch nicht. Ja, da weiß ich immer noch nicht so wirklich, was das genau sein soll. Okay, wir können tatsächlich... Ach, Teiluntersuchung. Ah, okay, ich glaube, wir können nicht modden. Wir können uns nur die Details anschauen. Alles klar. Weiß nicht, wofür jetzt das Banner sein soll. Aber ja. 25 Gedichtseiten gibt es, alles klar. So. Wenn man mehr als eine Schusswaffe hat, kann man wechseln. So bleibt es pikant. Wie Currywurst. Also, Tina. Oh, lecker. Ich nach dieser Quest der Bunkermaster sein? Ich habe eine Idee für eine Kampagne. Es geht um Orks und ums Küssen. Was? Nein und nochmals nein. Tina spielt nicht mehr, klar? Aber keine Sorge, ich habe noch megatonnenweise Quests und Nebenquests im Petto. Genau. Ja, Valentine. Und Küssen, das passt ja sehr, sehr gut irgendwie auch zu seinem Namen. Oh, Alter! Boah, da sind ja gute Waffen dabei. Na komm, die können wir uns schon mal ausrüsten. Oder nehmen wir die erstmal einfach mal. 4 Waffen einfach mal für uns. Das ist cool. Finde ich sehr, sehr nett. So, untersuche die Burgruine. So, aber bevor wir das machen, gehen wir jetzt einfach mal hier rein. Das ist jetzt eine Waffe, die grün jetzt hinterlegt ist. Also die ist auf jeden Fall ein bisschen seltener. Nachtschatten des Wildfuchses. Verlangsamt Feinde. Oha. Oh, die nehme ich direkt. Die ist gut. Die nehme ich direkt. Und da haben wir noch Schierling. Der gibt uns plus 10% kritischer Trefferschaden und 1,3 und zweifacher Zoom. Alles klar, ist jetzt nicht so interessant. Der hat auch Zoom. Daumenfluch der Schlange haben wir nochmal plus 27% Schaden und so weiter. Okay, die Waffe ist auf jeden Fall auch besser. Die können wir definitiv eintauschen. Ansonsten sind die Eigenschaften ja komplett gleich. Ja, nehmen wir die auch. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier... Oh, es hat sogar ein Skin drauf. Aha, okay. Das können wir so lassen. Ja, ihr könnt mir sonst gerne in die Kommentare schreiben, wofür jetzt eigentlich der Banner jetzt da ist. Also ich weiß immer noch nicht, was das jetzt für eine Funktion hat. Ob das sich auf unsere Charaktere auswirkt oder nicht. Boah, die Waffe sieht aber auch ganz schön fancy aus, wa? So auch mit den Schriften und so. Okay. Ich denke mal, die Waffen können wir tatsächlich mal gebrauchen. Wow, okay, die Waffe ist gut. Oh, die Waffe ist echt gut. Bist du blöd genug, dich mit mir anzulegen? Ja, richtig so. Berserker, los, zeig es den Leuten hier. Wenn du abgehauen wärst, würdest du vielleicht noch leben. Okay. Boah, haben wir jetzt nicht ernsthaft die Pfeile geblockt? Wir sind stark, auf jeden Fall.
Ja, aber... Okay. Ja. Also Ribola lässt uns anscheinend mit seinen Skelettschaften jetzt uns nicht in Ruhe. Ja, aber wir haben, glaube ich, einen Pfeil mit unserer Axt abgeblockt. Puh, das war auf jeden Fall eine Leistung. Das muss man dem lassen. So. Ist aktuell auch Vollautomatik, ne? Die Waffe ist echt gut. Also so für den Anfang auf jeden Fall ganz nice. Also da kann ich sogar auf den Zoom erstmal verzichten. Ansonsten hier haben wir nur Munition ohne Ende. Gucken wir mal, was wir hier finden. Nichts Besonderes, okay. Gucken wir mal, was wir hier hinten finden. Auch nichts Besonderes. Mal gucken, was wir hier finden, wenn wir jetzt hochklettern. Eine Truhe. Und da ist noch ein Würfel. Ha! Das Erkunden hilft! Nice! Der Glücksfaktor steigt. Noch wieder Haken. Ha, aber die Waffe ist nicht so gut. Aber können wir trotzdem nehmen. Oh. Okay, der ist noch mal ein bisschen besser. Auf jeden Fall. So, unser zweiter von 4 Glückswürfel. Das läuft, würde ich sagen. Ich habe irgendwie jetzt schon fast die Befürchtung, dass wir jetzt wahrscheinlich den einen oder anderen Glückswürfel vergessen haben. Aber naja. Das gucken wir mal. So, genau, unser Glücksfaktor steigt. Okay. Ist unsere Chance höher, dass wir dann vielleicht bessere Gegenstände bekommen? Oder was meint man damit genau? Ja, müssen wir da noch irgendwie herausfinden, ne? Schnech. So. Ja, komm, gehen wir weiter. Ich glaube, wir haben eigentlich alles Wichtige hier. Noch eine Truhe. Und hier ist noch eine Truhe. Ja, also über Gold können wir uns jetzt nicht beschweren. Was haben wir denn hier? Leichen geben keine guten Killer. Okay. Ihr seid mir aber ganz schön viele, ne? Aber irgendwie treffe ich mit der Waffe immer. Peinstein ist staubig und verdammt heruntergekommen. Die letzte der Peinblutlinie sitzt auf ihrem alten Thron. Ihre Knochen halten ein staubiges Zauberbuch, als würden sie auf ein Schicksal warten, das sich nie ereignete. Also, dieser Ort ist echt mega düster. Ich liebe es. Schnapp dir das Zauberbuch. Ja, genau. Stürzen wir auf irgendwas und dann... sehen wir, wie wir wieder leiden. Ja, das ist doch mal schön. Warum werde ich das Gefühl einfach nicht los, dass uns gleich eine böse Überraschung erwarten wird? Also ich meine, Tina muss das ja nicht provozieren, aber... Na, ich sag ja nur, ist nur ganz freundlich gemeint. So... Machen wir mal ein bisschen Gold hier und da. Also über Goldausbeute können wir uns echt nicht beschweren. Also für die erste Map ist es auf jeden Fall schon ganz gut. Ich frage mich halt wirklich, ob das Spiel Open World sein wird. Aber naja, gucken wir mal. Magiehagel. 7% Schaden? Frostschaden? 3 Projektile pro Zauber verlangsamen Feinde. Einfacher Zauber, feuern und vergessen. Ah, okay, das heißt, wir können das nur einmal anwenden, oder? Gucken wir mal. Ist das Beste. Mit dem Zauberbuch ausgestattet, beherrsche jetzt den Frostzauber darin. Und Eiszauber sind besonders stark gegen Untote. Sie haben kein fettiges Fleisch, um sich zu wärmen. So, wie kommen wir jetzt in die Gruft hinein? Hier muss doch irgendwo ein Eingang sein. Er ist versteckt.
Herr Supertina, wie wär's, wenn du uns mal sagen würdest, wo das Ganze hier versteckt ist? Hey! Aber sicher gehen, dass er wirklich tot ist. Die Bretter des Thronsaals wirken vermodert und morsch. Okay. Also hier sind ein paar Türen, ne? Ich glaube nicht, dass wir aber jetzt eine Tür brauchen. Zeigt uns aber hier. Moment. Da müssen wir wieder rausgehen. Nein, müssen wir nicht. Okay. Ich dachte. Oh. Ah, alles klar. So wird das also gemacht. Ja, macht das schon irgendwie Sinn. So. Ja. Mit dem Magiebuch könnten wir auf jeden Fall Zauber wirken. Ich weiß jetzt immer noch nicht so ganz, wie das funktioniert. Ach so. Linken Bumper wahrscheinlich, ne? Wenn das hier jetzt schon auch aufploppt, hier im Hard. Links. Na gut, dann müssen wir den erstmal zum Stürzen bringen. Immun. Was? Immun? Was ist das denn? Nicht mit mir. Hä? Triff ein Skelett mit einem Zauber. Oh. Oh, ich habe die Aufgabe verfehlt. Okay, das habe ich jetzt überhaupt gar nicht gesehen. Das ist ein bisschen doof. Macht nichts. Lass den Leuchter fallen. Hä, wie soll das denn funktionieren? Ich habe das überhaupt... Ich habe gar nicht mal zugehört. Falls das... Das war... Oh, da vielleicht müssen wir Zauber wirken. Ja, komm, machen wir mal. Müssen wir das hier rüber. Du kannst nicht entkommen! Moment mal. Wieso ist das immun? Zauber sind verbraucht. Nee. Wieso? Hä? Lass den Leuchter fallen. Ja, aber wie soll ich den Leuchter fallen lassen? Muss ich da hochklettern oder... Oder durch irgendeine Tür durch? Irgendwie schneide ich das gerade nicht. Oh. Ach, da hätte man... Ach, da hätten wir ja einfach hochklettern müssen. Ja gut, wie wäre es, wenn man die Umgebung mal vernünftig auskundschaften würde? Das wäre vielleicht mal... Oh, das war aber knapp. So. Nahkampf. Bam! Und das war's. Ja, wir haben auf jeden Fall... Kein Skelett jetzt mit einem Zauber getroffen. Aber ich glaube, das war jetzt nur eine Zusatzmission, oder? Ja, hätte vielleicht noch mal ein bisschen mehr EP gegeben. Ist jetzt aber... Glaube ich jetzt nicht so wild. Okay, da können wir auch noch irgendwie Weltbuffs haben. Meine Güte, also... Das Spiel bietet echt sehr, sehr viel. Aber ich würde sagen, wir wagen in der nächsten Folge dann tief... in die Gruft hinein, ja, damit wir auch so ein bisschen was haben, was wir nochmal weiter nutzen können. Ja, und an dieser Stelle bedanke ich mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen von dieser Ausgabe. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung dieses Videos freuen, ja, über einen Daumen nach oben darauf oder über einen netten oder auch konstruktiv kritischen Kommentar. Und dann sehen wir uns im nächsten Part von Let's Play Tiny Tina's Wonderlands wieder. Bis dahin, habt einen schönen Tag
Haut rein.